damit herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Shadow Man Remastered. Wir haben letzte Woche eine Harpie besiegt. Wir haben sonst was für Ungetüme kaputt gemacht. Wir haben einen... Oh, den kann man ja aufladen. Schön, dass ich das noch nicht gewusst habe. So, wir haben jetzt auch hier diesen komischen Stab. Warte mal. Ja, doch. So. Der kann eigentlich Feuer machen. Zurzeit ist er nur eine Rassel, aber das stört uns nicht weiter. So, jetzt haben wir doch schon wieder Gegner gehört. So, stirb. Kommen wir eigentlich da oben hin? Theoretisch müssten wir da sogar reinkommen, da oben. Wenn wir es denn überhaupt schaffen würden, da hochzukommen. Wo geht's denn hier noch lang? Ich glaube, da kamen wir noch gar nicht hin. Ich weiß nur, auf der anderen Seite war auch noch etwas, wo wir hingehen konnten. Egal, wir müssen uns erst mal wieder durch... Oh! Noch mehr Harpien! Gab ja noch nicht genug davon. Ach du Scheiße. Gab ja noch nicht genug... Boah, Kacke, die sind auch... Ich renne auch die ganze Zeit in deren Angriffe rein. Ganz toll, Butch. Ganz toll. Du stirb. Oh, da hat es aber Bumm gemacht. Jetzt trifft doch mal diese scheiß Fische, Mann. Oh, das geht ja richtig gut los hier. Warum sind überhaupt alle Feinde wieder da, die ich schon kaputt gemacht habe? Noch eine Sache, die ich nicht verstehe. Hoch da! Willst du mir gerade sagen, dass er sich jetzt nicht hier festhalten kann? Oh. Leute, nee. Was soll denn das jetzt gerade? Jetzt... Oh! E? Also doch nur E drücken, oder was? Nur nach... Oh nee, sogar noch einfacher. Nur nach vorne drücken. Also das soll mal einer... Scheiße, ich sterbe gleich. Habe ich aber auch absolut verdient. Was für eine Kacksteuerung. Also jetzt mal ohne Mist... Einfach nur nach vorne drücken. In heutigen Spielen musst du da aber springen drücken und festhalten. Hier muss man einfach nur nach vorne drücken. So. Mike ist tot. Ah, haben wir auch nicht anders verdient. Unvorstellbar. Unvorstellbar, genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich würde gerne hier hoch, ich weiß noch nicht wie. Oder wir gehen nochmal zurück. Das könnten wir auch machen. Komm, wir gehen einfach mal hin. Du triffst doch noch mal. Da, bambuselt. Oh. Nach vorne, hoch. Ach Gott. Ist das ein Quatsch. Hier rein. Dort rein. Wir müssen uns ja auch nicht um die kümmern. Wir können es ja auch einfach lassen. Wir können es ja auch einfach lassen. Krieg ich eigentlich die ganze Reihe voll? Nee, hier sind wir schon vollgeladen. Eventuell gibt es hier noch eine... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob wir jetzt tatsächlich hier weiterkommen. Es ist schon wieder eine Woche her, dass wir gespielt haben. So, der ist auch kaputt. Mhm.
hier hoch. Hier ran. So. Das lädt unseren Feuerdings gut auf. Muss ich aber nur gucken, dass ich... Muss ich da hoch? Hier ist was zum Langhangeln. Hier ist... Sowas, wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung, ob ich so weit springen kann. Ja, kann er. Ist aber schön. So, okay. Okay. E drücken. Das muss man richtig wissen, was man hier macht. Die Steuerung ist wirklich mit das Schwerste in diesem Spiel. Das hätten die alles noch ein bisschen besser machen können. Was sie gemacht haben, ist die Kamera anzupassen. Die, Guck mal hier. Ja, verbrennen. Ich glaube, ein kleines bisschen haben die auch die Steuerung angepasst. Aber jetzt nicht so viel, dass es passen würde. Angepasst, aber nicht so viel, dass es passt. Die Texturen haben die nicht überarbeitet, aber eben, dass man eine höhere Auflösung reinmachen kann. Das haben sie gemacht. Ah, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich glaube, das Spiel wäre besser angekommen, hätten die sich ruhig getraut, noch ein bisschen mehr zu verbessern. Hätten die ruhig machen dürfen. Hätte denen keiner übel genommen. Das Spiel ist so immer noch schaurig genug. Die Synchro ist immer noch klasse. So. Ich hab's. Das freut mich, Mike. So, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Ich habe es mir auch von der letzten Woche nicht gemerkt. Ewig, um seine Waffe zu ziehen. Los! Mach platt! Okay, cool. Hätten wir gar nicht hingemusst. Gerade. Kann man die Lampe kaputt machen? Nee. Aber dit. Und hier lang kann ich. Haben wir das alles letzte Woche schon gemacht? Schön. Schön, Mike! Lass dich einfach fallen, überhaupt kein Problem. Haben ja die Zeit, ne? Wollten in dieser Folge auch nicht unbedingt vorankommen. Ah, Kinders, ihr macht mich fertig. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wo das ausgestrahlt wird später, falls ihr das normal sehen wollt, YouTube. Butchbob 42. Heute noch. Heute noch nachher, um genau zu sein. Jetzt machen wir es gleich ohne Hände. Ohne Waffen in der Hand. Dann geht das nämlich auch. Ha, wie das geht, habe ich mir nämlich gemerkt. Aber hier waren wir doch schon, oder? Hier haben wir doch die... Jetzt! Alter, Mike, was ist los mit dir? Waren wir doch in der letzten Folge schon. Haben wir hier nicht den... Ich glaube, hier haben wir doch den Stab gekriegt, oder nicht? Jetzt die Frage, ob wir jetzt hier weiterkommen oder nicht. Das wüsste ich gern mal.
So, wir versuchen es mal. Geht nicht. Warum nicht? Warum geht diese scheiß Tür nicht auf? Ach so, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, und das kommt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube tatsächlich, wir müssen zurück auf die andere Seite. Weil ich jetzt nämlich erst gesehen habe, wie man, woran man sieht, welche Tür man öffnen kann und welche nicht. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Das wusste ich ja vorher gar nicht. Hier, wenn ihr jetzt guckt, hier sind zwei lilane. Und genauso viele lilane Dings habe ich nämlich da unten auch. Das heißt, ich hätte die ganze Zeit hier lang gemusst. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Wenn du das sagst, Mike. So, da hinten ist ein Dreier. Da unten ist auch ein Dreier. Hier sind zwei Dreier. Zwei Dreier. Das wäre ja fast ein Sechser. Okay, wir gehen erstmal runter. Ah, was ma... Hier kommen wir jetzt nämlich noch nicht lang, ne? Nee, siehst du? Weil wir ja erst zwei haben. Ich dachte eigentlich, wir hätten schon drei. Hatten wir nicht letztes Mal irgendwie zwei dunkle Seelen aufgenommen? Komisch. Gehen wir mal hier lang. Und schauen wir mal, wohin uns das führt. Und in das Asyl, das einer großen schwarzen Maschine gleich in die Ewigkeit rast und dabei die schon verfinsterte Landschaft durch ihre rohe, feindselige Gegenwart weiter verwüstet. Und da rennen die Legionen der wahrhaft Verdammten. Wahnsinn, schier und nackt und einst in menschlicher Form, nun aber ausgebrannt und verzerrt durch Ewigkeiten unmäßigen Schwelgens. Ihre Blutgier befleckt die fettgetränkten Wände, erfüllt von den Schreien der Opfer, die sie gefangen, gehängt, gestreckt und gevierteilt, Kraft der verkommenen Zuckungen der Schlange. Von diesem Ort wollte ich nicht einmal träumen. Und jetzt ist der Traum der Ort, an dem ich existiere. Nicht tot, nicht lebendig. Der labert vielleicht geschwollen, der Herr, der Mike. Und dann ist die, die Subtitles auch noch total, die Untertitel total falsch. Das war witzig. Okay, wir müssen anscheinend hier hoch. Glaube ich. Sage ich mal einfach mal. So. Es ist ja immer so, ne? Die halbe Folge lang macht man irgendeinen Blödsinn, den man vergessen hat, den man letzte Woche schon gemacht hat, und dann kommt man irgendwann mal ein bisschen voran. Ne, ganz normales Let's Play eben. So, was ist das hier? Kann ich irgendwas... Kann ich hier... Gott, ich werde mich hier wieder wie in einem Labyrinth total verirren. Ach du Scheiße. Ah, natürlich. Schnapp, schnapp, schnapp. Oh Gott, wie ich sowas hasse. Kann man die kaputt machen? Natürlich nicht. Alter, wer baut denn sowas? Ich meine, klar, dass das Reich der Toten, das verstehe ich schon. Aber bauen die Toten das dann selber oder gibt es da Beamte für oder Firmen, die da irgendwie... wer baut das alles? So, das bewegt sich gar nicht. Hier ist nochmal so ein Ding. Lauf, lauf, lauf. Vor allem die Lichter dürfen mich nicht sehen, aber die Lichter sind okay. Hatte ich wirklich erwartet, direkt durch die Vordertür hineinspazieren zu können? Es muss noch einen anderen Eingang geben. Eigentlich hatte ich wirklich gehofft, ich kann hier einfach rein.
Also das kann ich auf jeden Fall kaputt machen. Hier unten führt auch ein Weg lang, ne? Sehe ich das richtig? Und wie ich das richtig sehe? Was soll denn dieses Feuer hier auf dem Boden? Ist nur die Frage, wo lang ich hier muss. Diese Richtung oder die andere? Das ist nur ein bisschen Feuer jetzt abgefangen. So. Okay. Ich sag mal, wir sind drin. Ja. Oh, das kann nicht wahr sein. Diese scheiß Kamera, Alter. Das ist ja ein Blödsinn. Ein Blödsinn, sondergleichen. Ohne Mist. Ich konnte doch gar nicht sehen, ob da was kommt oder nicht. Egal. Wir beschweren uns nicht. Wir machen einfach weiter. Und jetzt wissen wir ja, dass da unten was ist. So, können wir ruhig drauffallen, überhaupt. Wie zur Hölle soll ich an diesem Feuer vorbeikommen? Verdammt heiß! Aua, aua. Aua, aua. Ich glaube, ich muss die andere Richtung lang. Das macht weniger Spaß, als es aussieht. Vielleicht fehlt mir auch noch was. Ah, guck mal. Das sieht auch nett aus. Hoch, hoch. Okay. Ich schätze einfach mal, ich kann hier runter. Ja. Gut. Die sollten unbedingt mal ihre Rohre hier überprüfen. Ich glaub nicht, dass das so gut ist, wenn hier überall Feuer rauskommt. Da kriegst du Ärger mit der Dienstaufsicht. Ah. Hier geht's lang. Muss ich hier hoch? Muss ich hier hoch? Ich glaube schon. Irgendwie. Ey, Butch, ey. Nein! Du sollst da oben... Mann, ey! Bleib doch mal... Geht doch. So, jetzt ist die Frage... wohin jetzt? Beziehungsweise frage ich mich gerade, muss ich wirklich hier lang? Ach, da! Jetzt sehe ich das. Aber bin ich blind, oder was? Absolut blind. Kennt ihr das, wenn man so ein Let's Play guckt? Vor allem bei so Typen wie Gronkh zum Beispiel, wo man sich die ganze Zeit denkt, Junge, da geht's lang, warum siehst du das denn nicht? Und dann spielt man aber mal selber und merkt dann, nee. So einfach ist das nämlich alles gar nicht. Tja, Shadow Man. Ich glaube, das kam damals raus. Ich
Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das damals eingestuft wurde. Ich meine, für heutige Verhältnisse ist es immer noch gruselig, glaube ich. Und klar, man muss... Aber es ist halt auch abstrakt genug, ne? Ob es nur ab 12 war oder ab 16, kann ich gar nicht sagen. So. Obwohl, ich glaube, es war ab 16. Wenn mich nicht ganz irre. Weil die ja auch, weil ja die Gegner hier auch teilweise explodieren und so und Fleisch und ein bisschen Blut. Aber ich glaube nicht, dass das, also ab 18 wird es auf jeden Fall nicht gewesen sein. So, wie spät ist das eigentlich? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben tatsächlich noch ein paar Minuten. Wir versuchen jetzt hier dieses Rätsel, also hier jetzt noch weiterzukommen. Das versuchen wir. Und wir versuchen einfach nicht zu sterben. Okay, hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Dann geht es auch noch runter. Ich muss mir Zeit lassen. Das Problem ist, man kann sich hier nicht wirklich umgucken. Das ist ein richtiges Problem. Man sieht eigentlich nicht, wohin man als nächstes kommt. Bzw. was man als nächstes machen muss. Ah, schwierig. Ah, da geht's rein. Okay. Da geht's rein. Hep. Ha. Okay. So, was haben wir hier? Ich sehe nichts. Ich höre Zeug. Ich habe aber keine Ahnung, wo das herkommt. Da ist eine Tür. Ah, guck mal, da sind so... Keine Ahnung. Die haben bestimmt auch die Häuser hier gebaut. Verstehe. Verstehe. So, muss ich jetzt da runter und die erschießen? Mein Gott. Dies ist wirklich ein entsetzlicher Ort. So, der ist auf jeden Fall tot. Hier tot, tot, tot. Alle tot. Komme ich jetzt hier durch? Hier komme ich durch. Das ist schön. Hier. Stirb. Wow. Okay, die Flamme ist ganz schön mächtig. Ich hätte gern... Obwohl, speichern kann ich ja, glaube ich, immer, ne? So. Bevor wir jetzt hier großartig weitergehen, gerade jetzt, wo es spannend wird, ist die Folge leider schon wieder vorbei. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann sehen wir uns auch nächste Folge, nächste Woche wieder am Mystery Montag. Wenn nicht, schaut auch alle anderen Videos auf diesem Kanal. Die sind wirklich sehr gut. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Haut rein, euer Butch.